Nee, mir geht's gerade richtig schlecht. Wisst ihr, was das Kranke ist? Ich habe ihn geglaubt. Ich stehe hier und ich habe alles verloren. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich bin Kim, du kannst mich Karamella nennen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ging ja im letzten Video brisant umher. Und zwar habe ich spontan eine Wohnung gefunden im Internet und habe dann auch jetzt wirklich, also Freunde, ich habe wirklich 2400 Euro überwiesen. Das Geld ist raus und ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, Kim, bist du nur so blöd, bist du nur so, was ist da los mit deinem Kopf, ja? Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe, also, ey, ich kann, nein! Ich könnte auslassen gerade. Ihr habt geschrieben, nee, das ist so eine Betrügermasche. Kurz nochmal zur Erklärung. Ich habe eine Wohnung im Internet gesehen und hab mich auch nochmal gefreut. Ich war über euphorisch, weil eigentlich ist es so, in Berlin findest du nicht so schnell etwas. Dann wollte er diesen ganzen Mietprozess über Airbnb abschließen. Das kam für mich auch nochmal seriös rüber, weil ich kam dann ja auch auf die Airbnb-Seite. Aber ihr habt es ja gesehen, ich war voll stutzig und irgendwie habe ich es auch voll gefühlt und mir wurde auch direkt voll schlecht. Und ja, dieses Gefühl, das Gefühl wurde noch nicht direkt bestätigt. Ich habe sogar eine Zusage zur Wohnungsbesichtigung bekommen. Jetzt heute um 17 Uhr in Berlin. Ich bin jetzt gerade noch in Hildesheim und ich werde auch hinfahren. Allerdings weiß ich jetzt schon leider, dass ich abgezockt wurde. Und zwar habe ich das vorgestern herausgefunden, als ich auch in Berlin war, um dort ein Mini-Essen-Video zu drehen. Das ist auf meinem Hauptkanal online gegangen, das Video. Da habe ich Adrian in Berlin getroffen und dann habe ich ihm das gezeigt. Und dann ist ihm direkt aufgefallen so, Kim, das ist ein Airbnb-Link, aber da steht gar nicht Airbnb, sondern A-L-R-B-N-B. Ich so, nein! Und ich musste nicht mal eine Sekunde weiter darüber nachdenken. Ich so, ja, okay, alles klar. Ich wurde mies über den Tisch gezogen, weil ich hatte ja die ganze Zeit schon die Anzeichen und ich hatte die ganze Zeit schon voll Angst und dann, ja, so sah das Ganze aus in dem Moment. Oh mein Gott, ich kann jetzt sagen, ich kack ab! Also, ich habe ihm per WhatsApp geschickt, dass ich überwiesen habe. Und es ist auch voll komisch. Oh Mann, ich reg mich gerade so auf. Da steht auch ein anderer Name. Wieso bin ich so dumm? Ich habe ihm diesen Zahlungsbeleg geschickt, dass ich überwiesen habe. Und dann meinte er, dass die Zahlung in Bearbeitung ist. Und er hat mir dann aber auch sein Perso geschickt. Das hat mir voll Sicherheit gegeben. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass es ja auch jemand anderes sein könnte. Naja, ich werde sie morgen benachrichtigen, nachdem wir das Geld auf dem Konto erhalten haben. Und dann habe ich nach einem Wohnungsbesichtigungstermin gefragt, weil man nämlich auf Airbnb keine Nachrichten schicken kann. Und dann meinte er, der Makler hat mir mitgeteilt, dass er erst am Freitag Zeit hätte, um 17 Uhr. Und dann war ich jetzt so, also jetzt ist halt Mittwoch und es wäre in 2 Tagen. Ich heule gleich. Ich find's so lustig. Ja, ich find's so scheiße. Ich reg mich so auf, ne? Also ich glaube, ich wurde, also was heißt ich glaube? Es ist eigentlich offensichtlich. Und es ist ziemlich sicher, dass das Scam ist. Ich bin gerade richtig schockiert. Ich habe gerade einfach, ich habe 2400. Nee, ich weiß nicht. Der hat dir ein Perso von jemand ganz anders geschickt, auf seiner Fake-Airbnb-Seite, die er nachgebaut hat. Ist ein ganz anderes Bild drauf. Das Ding ist, wenn man halt auf diesen scheiß Link, er hat aber diese Seite, guck mal, ich dachte, weil das über Airbnb ist, dachte ich, das wäre voll seriös und so. Das ist ja aber gar nicht Airbnb, die ist nur nachgebaut, egal wo du drauf aber klickst. Aber das sieht so aus wie Airbnb. Es sieht aber nur so aus, egal wo du drauf klickst, du kommst auf dieselbe. Guck mal, die Seite lädt sich einfach neu. Du kannst ja gar nicht draufklicken, das ist wie diese Texas-Häuser, wo nur so eine große Fassade ist und dahinter ist nichts. Oh Mann! Nein! Oh Scheiße! Ja, wir müssen jetzt schauen, was wir machen können. Ich heule so, ne? Ich heule so! Oh Mann! Da waren ja auch überall so Bewertungen und so. Naja, und dann haben wir jetzt... Was lachst du, Mann? Ich schwöre, Kacke! Hast du dir mal die Bewertungen angeguckt? Ja. Wie dummy die sind. Guck dir mal die Bilder an. Das sind Leute, die geben auf... Die sehen so aus bei Airbnb. Die sehen nicht so aus bei Airbnb. Das sind richtige Stock-Footage-Fotos. In mein Herz, ne? Ich bin... Ich glaube, ich muss mal kurz gucken, mein Herzfrequenz ist, glaube ich, gerade richtig hoch. Vor allem, die passen nicht mal zu dem, was der Typ dir geschrieben hat, dass die jetzt vermietet wird für eine längere Zeit und so. Da passt nichts zum anderen, gar nichts. Weder sein Anzeigebild hier und auf WhatsApp, noch sein Name, noch wie er mit dir schreibt, sein schlechtes Deutsch, wie was von einem Übersetzer klingt, alles. Okay, richtig krass. Wir haben diese gleiche Wohnung, wir haben das mal eingegeben, also so wie die benannt wurde, haben wir einfach bei Google eingegeben und dann kam einfach eine neue Immobilienanzeige bei Immobilien Scout. Alle die gleichen Bilder, also für die Wohnung ist die Kalt, also das ist halt ein komplett anderes Angebot. Hier steht halt Kaltmiete 1200, aber also die Bilder wurden einfach aus dieser Anzeige, aus der richtigen geklaut, es war auch klar. Digga, 600 Euro für die Wohnung, so. Oh Mann, ich habe mich so gefreut. Sehr viele andere haben mir auch geschrieben, ne, dass die dasselbe bekommen haben. Also das Ding ist, der Perso, da steht Dietmar Jeck drauf. Wir haben das gerade mal bei Google eingegeben. Es kam halt nicht sofort, aber jetzt wurde bei Immowelt so Tipps, wie man gefälschte Wohnungen erkennt, angezeigt. Und dann war hier einfach, hat jemand als Kommentar verfasst, einfach die Nachricht, genau mit dem gleichen Namen, mit diesem scheiß Dietmar Kack. Okay, er wurde ja auch offensichtlich betrogen, ne? Hier, einfach genau die gleiche E-Mail. Das Ding ist, Kim. Was? Fuck! Reg dich jetzt nicht auf, oder? Du kannst jetzt nichts mehr machen. Ich hab mein Bank... Also, ne, das...
Den Fehler hast du jetzt vielleicht schon gemacht, ist aber nicht so schlimm. Lass uns einfach gucken, was wir jetzt aus der Situation machen können. Ich habe meinen Bankberater geschrieben und die Überweisung ist auf jeden Fall nicht mehr zurückzuholen. Man könnte halt höchstens diesen Recall machen, aber dafür müsste der andere auf der anderen Seite halt zustimmen. Und das wird er auf gar keinen Fall machen. Mir ist einfach nur schlecht gerade. Ich weiß nicht. Nee. Warum habe ich nicht vorher mit dir gesprochen? Oh Mann, warum bin ich so dumm? Oh mein Gott, wie oft kann man denn reinfallen? Auch so, ich hole nie wieder was aus dem Internet. Ich traue keinen Leuten mehr. Auf gar keinen Fall. Nee. Mir geht's gerade richtig schlecht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich kann gerade einfach... Ich weiß, das ist jetzt so... Nee, ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt einfach richtig schlecht gerade. Und ich kann es nicht fassen, dass ich richtig dumm bin einfach. Ich bin richtig traurig gerade. So ein Arsch. Ich gehe auch echt davon aus, dass es ein Mann ist, ne? Ey, das ist so abgefuckt, ne? Ich schwöre. Aber ich glaube, wir gehen irgendwie erstmal zur Polizei oder so. Es gibt irgendwie gefühlt auch gar keine Chance, es wiederzuholen. Ja, ich fühle mich auch immer noch richtig scheiße. Vor allem habe ich mir jetzt nochmal den Vlog, den ersten, angeguckt, wo ich so euphorisch war. Und wo ich so gesagt habe, ja, ob es ein Fehler ist. Und ich habe mit mir selber gesprochen. Ich so, ja, es ist ein Fehler. Hör auf. Oh Mann, ey, Mann. Jetzt hat Adrian irgendwie sowas im Internet rausgesucht, wo man so Betrugsfälle melden kann. Und wo die sich darum kümmern, so anwaltsmäßig. Die Firma meint, die können erst was machen, wenn ein richtiger Vertragsbruch besteht. Ich so, okay, ich habe keinen Vertrag. Also doch schon. Also es ist nur gültig, wenn ich wirklich zum Besichtigungstermin hingehe und dann niemand da ist. Und ich war so, oh mein Gott, ernst. Euer Scheiß ernst? Weil nur dann ist deren Wort gebrochen und ich bin so, oh mein Gott, er schreibt mir nicht mehr zurück. Oh, hä? Ich weiß nicht mal, wo ich hingehen soll. Soll ich einfach an Stralauer Allee? Ja, oh mein Gott, das regt mich so auf. Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Das bedeutet, ich habe auch mal über 60 € für Tickets nach Berlin bezahlt. 60 € für ein Hotel. Also ich weiß nicht, dass die Scheiße soll. Wisst ihr, was das Kranke ist? Ich habe in mir drin 1% Hoffnung, dass ich doch die Wohnung bekomme. Ich weiß, nein, Spaß. Haha, nein, for real. Oh Mann, ich weiß, es ist abzocken. Ey, das ist so eine gute Masche. Oh mein Gott. Und ich bin darauf reingefallen. Ich bin eigentlich auch nochmal der Fuchs. Ihr wisst, hä? Ich habe ja auch alles gemerkt, ne? Nur der Glaube an die Menschheit und der Glaube an das Gute hat mir wieder mein Genick gebrochen. Oh, das klingt. Wir fahren da jetzt gerade wirklich hin, um zu dieser dummen Wohnungsbesichtigung zu gehen, wo ich nichts besichtigen werde. Das ist so unnötig, aber das ist Beweismittel. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit einmal anrufen, aber ich dachte mir so, der geht ja eigentlich dran. Okay, wenn da jetzt wirklich jemand dran geht, dann heule ich ja. Besetzt. Es ist einfach direkt besetzt. Dieser kleine... Hat er mich blockiert? In 10 Minuten sind wir da. Er hat mir ja nicht mein Ort geschrieben. Stell dir vor, jetzt auf einmal ist da jemand. Das wäre so witzig. Das wäre der heftigste Plot-Twist ever. Wir sind da. Es soll hier sein. Ich schreibe ihm jetzt einfach mal. Hallo, ich bin da. Ey, ich fühle mich so dumm. Oh mein Gott, du weißt gar nicht. Können wir es auch zeigen? Hier wäre es gewesen. Ey, hier wäre so geil gewesen. Direkt an der Spree. Ja, alles klar. Oh mein Gott, ich bin so ein Opfer, Alter. Dietmar! Mann! Ruf ihn nochmal an. Es ist besetzt. Er hat mich einfach blockiert. Ich glaube, ich fass es nicht. Mensch, wie kann man so asozial sein? Ihr hättet sie gerade sehen. Ich sehe zwar aus wie Tschernobyl, und ist aber nichts passiert. Ich wollte nur euch zeigen, wie Kim gerade ein bisschen auf Depri schiebt. Ich dachte gerade, ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen und ich dachte so. Aber nein. Ich weiß nicht. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie man so dumm sein kann. Aber ich bin so dumm, deswegen fällt mir nichts ein, wie ich so dumm sein kann. Du warst nicht dumm, Kim. Du hast dich einfach nur sehr gefreut. Er hat so mit meinen Gefühlen gespielt, ne? Kim hat gerade so einen Stein wütend weggetreten. Und ich werde es nochmal tun. Wir wären fast Nachbarn gewesen. Weißt du, es ist so schönes Wetter, so ein schöner Himmel, Alter. Und dann wird man so verletzt und so belogen, wie es noch niemand anderes wurde. Ja, ich will einfach hinfallen. Noch einmal hinfallen. Aufstaut. Weißt du, was du auf jeden Fall machen wird, dass du jetzt ein bisschen darüber hinwegkommst? Wenn du einfach überlegst, was du hättest alternativ mit dem Geld. Oh Mann, lass es! Es reicht, ich schwöre. Nein, Spaß. Aber guck mal, wirklich, ne? Du hast doch bestimmt diesen Molekularmann am Dings gesehen. Und du siehst doch, wie durchlöchert er ist. Das ist doch deine Phobie. Hättest du einfach darauf auf die Dingszeichen hören müssen, die dir die Matrix versucht hat zu senden, Kimmy Girl. Ich wusste es von Anfang an. Aber ich habe nicht auf mich selber gehört. Mit Händen so auf Rücken, diese Deprimierte. Diese... Du bist nicht dumm. Aber auch nicht schlau. Ja, aber auch nicht richtig dumm. Guck mal, hier wäre Parkplatz gewesen, weißt du? Alles wäre hier gewesen. Ist es doch immer noch. Die Wohnung gibt es, die ist einfach nur teuer. Und das Geld bei wen anders. Mal. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Wir wissen genau, es ist fake und wir müssen uns richtig mit dem Dealer konfrontieren. Ja. Ne? Obwohl wir wissen, da wird keiner sein, nur weil es, ne? Seit es Deutschland ist. Damit wir dann halt die juristischen Schritte, Dings, wahrnehmen können. Sieht mein Hund! Das beleidige Weibach. Du schützt mir Geld! Hallo, das sind Kameras. Hey, ich mach Spaß, aber tut mir leid, wenn das zu weit geht, ne? Aber das ist schon hart, Alter. Aber wir kriegen das Geld wieder, Mann. Mach dir keinen Kopf, wir versuchen alles, was geht, okay? Okay. Ich starte auch so ein Scam-Verfahren.
Ich fall drauf rein. Mir ist es einfach nur peinlich, wenn man so dumm sein kann. Ich schicke ihm jetzt eine Sprachnotiz. Ich habe ihn geglaubt. Ich stehe hier und ich habe alles verloren. Ich habe ihn verloren. Laber kein Scheiß. Ich habe ihn geglaubt. Ich stehe hier und ich habe alles verloren. Ich habe ihn verloren. Oh, das hört sich voll schlimm an. Ich schwöre, so fühle ich mich auch. Ja, alles klar. Willkommen zu dem größten Fehler meines Lebens. Okay, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist im Endeffekt, es ist nur Geld. Gott sei Dank, mir geht's gut, dir geht's gut, allen geht's nicht gut, aber scheiß drauf. Ja, hier wäre halt auch eine Baustelle nebenan gewesen. Das wäre glaube ich, nicht so gut gewesen. Ja.